Leute, ihr seht ja, hier sind Orangen. Hier habe ich schon die Schalen abgeschnitten, weil wir machen Marmeladenschale mit Orangenschale. Und jetzt schneide ich noch einen letzten. Fertig. Jetzt nehmen wir die Schalen und rollen wir die. Jetzt ist es so wie eine Schnecke geworden. Jetzt nehmen wir das und machen ein Loch. Aber nicht wieder rausziehen. Und dann sieht es so aus. Also, das haben wir jetzt schon mal fertig. Jetzt ist es fast so wie eine Kette geworden. Jetzt tun wir es in einem kalten Wasser. Da sind noch andere. Und müssen wir 2 Stunden warten. Also, wir haben 2 Stunden gewartet und hier, der Bitter ist weg. Also, dann tun wir es in einem neuen Wasser, da müssen wir wieder 2 Stunden warten. Die beiden sind kalt. So. Das Bitter ist hier. Das Wasser ist jetzt mit vielen Bitter. Also, wir haben 2 Stunden gewartet. Hier. Das tun wir als erstes hier rein. Das wird hier. Jetzt tun wir das Wasser rein. Jetzt müssen wir wieder 2 Stunden warten. Wir müssen jetzt 2 Stunden warten und es kocht. Also, wir haben gekocht. Hier, der Bitter ist weg von den Orangenschalen. Jetzt tun wir es hier hin und dann tun wir da wieder Wasser. Und dann wieder kochen. So, das war's. Jetzt kommt nur noch Wasser. Jetzt müssen wir noch mal kochen. Dreimal. So, jetzt kommt Wasser. Das Bitter muss weg. Also, wir müssen das
mal vierte Mal kochen. Das Bitter muss weg, sonst schmeckt das nicht. Unsere Orangenschalen sind fertig. Das Bitter ist weg. Dann tun wir 2 Gläser Zucker. Jetzt noch 1 Glas Wasser. So. Danach nehme ich den Löffel und drehe es. Also, unser Sirup ist fertig. Jetzt tun wir den Löffel hier hin und danach tun wir das wieder in Orangenschale rein. Das war's. Mama Mia, das schmeckt, das riecht gut. Also wir haben es gekocht. Dann tun wir 1 Glas Orangensaft. Und dann nehmen wir den Deckel und machen das zu. So. Ich habe Blut-Orangensaft benutzt, aber das ist egal. Man kann man auch normale Orange benutzen. Also ist es fertig. Hier, die sind hier in der Schnur. Wir nehmen das jetzt von der Schnur raus. Unsere Orangenschale Marmelade ist fertig. Ich probiere mal eine. Oh, Mama Mia.